Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Dirt 4, weiter mit meiner Möglichkeit Glamour. So, ab geht's zur ersten Rennen. Dirt Club, man. Poker Club. Ja, Schwierigkeitsgrad lassen wir einfach jetzt so stehen. Und gucken, wie es ist. Und dann stelle ich schwerer in den Videos, dass die Leute das auch sehen, dass ich schwerer stelle oder nicht. Yeah. Wie gesagt, nichts an, außer selber schalten, Startautomatik und ABS. ABS finde ich wichtig. Ja, wie gesagt, Musik stelle ich etwas leiser, da man sonst wahrscheinlich wieder irgendwelche Probleme bekommt. Wir gucken uns natürlich die Videos immer an. Speedlimit 25 Meilen, ja, da dürfen wir nicht schneller fahren, Leute. Ne? Also 25 Meilen sollten wir ja wohl locker erreichen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. So, erster Eindruck. Schließe das Event als erster deiner Fahrzeugklasse ab, schließe das Event mindestens auf Platz 21 ab. Okay, das sagt unser Dingens, weil wir ja... kein Dingens sind. Wie heißt es? Kein eigener Rennstall, sondern wir sind Fahrer, Angestellter, wie man es haben will. Fahrzeug tunen könnten wir jetzt machen. Reservereifen, wir könnten Bremsen verstellen. Du kannst Differentialsperre vorne versperren. Da ist zum Beispiel gesperrt, komplett. Getriebe könnten wir ändern, wenn wir wollten. Dämpfer und Federung könnten wir ändern. Zum Beispiel Getriebe könnte man hier, Achsantrieb könnte man dann komplett vorstellen, wenn man das gerne möchte. Wir lassen es erstmal einfach so und dann ist es okay. Und ihr müsst unten immer ein bisschen die Events lesen. Gewünscht wird nur die Konkurrenzprobleme mit den Motoren und dies und jenes. Also da unten steht ohne Ende Sachen, könnt ihr immer ein bisschen drauf achten. Vielleicht findet ihr mal was Cooles. Mit einer guten Fahrt schaffen wir es vielleicht in eine höhere Klasse. Schaffen wir schon, ja. 1,25,002 zur Vorgabe. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links halten, über Kuppe, 60. Okay. Rechts, 6. 6 ist Vollgas. Und links, 5, 40, durch Senke. Rechts, 6, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts, 6, in links, 4, lang, macht auf, innen halten, 150, rechts halten, über Kuppe. Hätte man runterschalten 110 können. Über Wellen, 60. Rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden, 100. Links 4. Zu langsam. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden, 200. 200 über Wellen, 100. Links 6, nicht schneiden. Und links 4, lang, 250, 200 über Wellen. Leute, ich stehe wirklich voll drauf die ganze Zeit auf dem Pinsel. Mehr und geht links nicht. 5, 40, durch Senke, rechts 6, über Kuppe, 200, 200 über Wellen, 80. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 250, bis Ziel. Hier hätte man auf jeden Fall das Getriebe viel okay, länger übersetzen können. Bring es zum Marshall. Beim Marshall anhalten. Zack. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Boah. Gut gemacht. 1,13,659. Ich habe jetzt schon nasse Hände. Und wir sind ein Rennen gefahren. Mama mia. Okay, weiter geht's, Leute. Sieg! Juhu! Ich muss niesen. Tag Motorsports. Oh, Entschuldigung. Gesundheit, Kevin. Danke, Kevin. Hast du gern gesehen. Okay, weiter. So, erster Eindruck, schießt das Event als erster, bla bla, da kriegen wir Kohle. Sehr schön. Preisgelder, leistungsbezogene Auszahlungen, teambezogen und Cashkiste. Wir sind Level 1. Und was sind wir? Level 2? Schön, Anfänger. Wir sind Anfänger. Sehr gut, du hast eine neue Lizenz erhalten und fährst jetzt regional. Genau so beginnt man seine Karriere. Okay. Wir haben einen neuen Sponsor gekriegt. Nimm so lange an nationalen Meisterschaften teil, bis du genug Events für eine internationale Lizenz bestritten hast. Okay, also das bedeutet, wir werden wohl manchmal auch welche wiederholen müssen, um dann weiterzukommen. So, wir haben auf jeden Fall gerade eine E-Mail. Hallo Kevin, du hast eine großzügige Einladung erhalten. Ja.
Ist ja natürlich klar, dass ich die Einladung kriege. So, nächstes. Rallye B, international. Ja, weiter geht's. Schwierigkeitsgrad lassen wir einfach, oder können wir da noch irgendwas ändern? KI. Das ist... Wir machen mal anspruchsvoll, Leute. Zack. Anwenden, das war ein bisschen zu leicht. Start. Machen wir mal anspruchsvoller. So. Wie gesagt, ich werde das immer in den Videos zeigen, wenn ich was schwerer oder was leichter stelle. Gehört halt einfach zu mir dazu. Die Leute, die hier schon ewig zuschauen, kennen das von mir. So. Hackbanging. Alle hackbangen am Computer. Hackbangen. Hört sich an wie Linkin Park. Ist es aber nicht. Okay, weiter. Fahrzeug, schließe das Advent des Fahrzeugs. Bergung. Schließe Advent mindestens auf Platz 15 ab. Saubere Wertungsprüfung. Schließe während des Advent mindestens eine saubere Wertungsprüfung ab. Alles klar. Also sauber bedeutet, kein Unfall. Wir werden nichts ändern an dem Fahrzeug. Ich war da vorhin mit... Oh, wir fahren jetzt in Opel. Mit einer guten Fahrt schaffen wir es vielleicht in eine höhere Klasse. Ja gut. Wir werden sehen. Ich schaff das schon. 5. Kein 4, Turbo. 3. 2. 1. Los. Rechts 6. Über Kuppe. Nicht schneiden. 200. 200 über Wellen. 100. Rechts 5. 5 ist vom Gas gehen meistens. Und rechts 4. 200. Rechts 6. Über Kuppe. 80. 6. Vollgas. Rechts 6. Spritzwasser. Oh, Vorsicht sein. Rechts 6. Über Kuppe. In links 6. Durchsenke. Rechts 5. Boah, die KI hält links 6. 200. Links 6. Über Kuppe. Senke. 80. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Und links 5. Totalschaden. Fortsetzen, aufgeben, Neustart. Ja, scheiße. Habt ihr das gesehen? 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 6, über Kuppe, nicht schneiden. Okay, normal. 200. 200 über Wellen, 100. Anspruchsvoll rechts hält die KI 5. Auf jeden Fall schon mal derbe mit. Und rechts 4, 200. Rechts 6, über Kuppe, 80. Rechts 6. Und links 5, 40, durchsenke. Spritzwasser. Rechts 6, über Kuppe. In links 6, durchsenke. Rechts 5. Und links 6, 200. Links 6, über Kuppe, senke, 80. Oh, oh. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden. 200. Links 4, lang, innen halten. Nicht schneiden. 150. Alter. Rechts 4, lang, mach zu, innen halten. Und links 6, nicht schneiden. Links 6. Und rechts 4. In Welle. Und links 6. Rechts 6, nicht schneiden. Und Wellen. In links 4. Und rechts 6, 200, bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. Okay, und ab zum Marshall. Uiuiuiui. Das ist sehr gut gelaufen, tolle Wertungsprüfung. Gut ja, aber das Auto ist völlig Schrott. Okay, weiter geht's, Leute. Damit muss ich leben. Weiter geht's. Scheiße, haben wir das Auto zerballert, Leute. Leckt mich am Arsch. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Da haben wir aber mal so richtig einen reingedonnert. Okay, Fahrzeug, schließen Sie das Event, das Fahrzeug ab, bla bla, aktuelle Begehrung und dies und jenes. Also einfach weiter. Wir werden schon sehen, was passiert. Scheiße, Leute. Okay, Fahrzeugreparaturen. Okay, dein Fahrzeug ist beschädigt und wir sollten versuchen, es vor den nächsten Wertungsprüfen zu reparieren. Wir haben nur 30 Minuten Zeit. Okay, das kennen wir. Wir machen mal empfohlene Reparaturen.
Standard. Ja, keine sichtbaren Schäden. Ja. Fahrzeug waschen wollen wir noch. Ja. Dann sollte das alles okay sein, würde ich sagen. Reparatur bestätigen. Okay. Ja, das ist mir egal. Auto wieder heile. Wertungsprüfung starten. Oi, Leute. Wenn wir an namhaften Wettbewerben teilnehmen wollen, brauchen wir einen guten Ruf. Naja, ich versuche es. Haben das Auto so zerballert, Alter. 5, 4, 3, 2, 1, los. 200 überwählen, 250. Rechts 4, lang, innen halten, nicht schneiden, 60. Rechts 6, nicht schneiden. Und wählen, in links 4. Und rechts 6, 80. Links 4. Und rechts 6 und links 5. Rechts 6 und links 5. 40 durch Senke. Spritzwasser. Rechts 6. Über Kuppe. Rechts 4. Lang. Nicht schneiden. Und rechts 6. Nicht schneiden. 80. Kuppe. 60. Scharf rechts 60. Pfosten außen. Links halten. Über Kuppe. Links 5. 150. Scheiße. Links 4. Lang. Innen halten. Nicht schneiden. 200. Links 4, lang, innen halten, nicht schneiden, 100. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 250. 200 überwählen, 200. Und Gas, Leute. 200 überwählen, 250. Ende, scheiße. Grenzer. 200 überwählen, 150. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. Alter, Leute, das ist krank. Ohne Scheiß. Man knallt da mit 200 über die Schotterpiste. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Alter, einfach eine kranke Angelegenheit, Leute. Ohne Flachs. Okay, weiter. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Oh, wir sind wieder Platz 1 geworden. Sehr schön. Jawohl, dort frisch abgeschlossen. So, gibt wieder Kohle. Dankeschön. Ja, saubere Wertungsprüfung haben wir leider nicht geschafft, aber macht nichts. Da gibt's richtig Cash. Und Teamabzüge 14.950 kriegt ihr das Team, weil wir ja für ein fremdes Team fahren. Zack, wir sind Level 3. Was sind wir? Clubman. Hallo, ich bin so Clubman. The Clubman Ciao, in the Clubman Ciao, in the Club 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 Clubman Ciao. Oh, ich bin Einsteiger. Immer weiter so. Diese Lizenz hebt dich auf die nationale Ebene. Du bist jetzt für die nächste Stufe bereit. Okay. Wir sind für die nächste Stufe bereit. Gute Arbeit. Du hast bereits eine Menge Geld verdient. Okay. Du kannst jetzt ein eigenes Auto kaufen und dein eigenes Rennteam zusammenstellen. Wähle Fahrzeuge im Hauptmenü, um eines zu kaufen. Okay, alles klar. Wir gehen hier zurück, gehen wieder ein zurück und gehen auf... Noch ein zurück. Fahrzeuge, genau. So, ich weiß ja, wir gehen mal ins Autohaus und wir müssten jetzt in dem Sinne diese beiden kaufen, weil das ist unsere Lizenz. Aber können wir uns gar nicht... Also wenn wir uns die jetzt leisten... wären wir ganz schön angeschissen. Ich zeige euch das gleich, warum. Ich habe die auch nicht gekauft beim ersten Mal, sondern ich habe gleich mir den gekauft, weil ich den einfach cool fand. Haben auch gleich einen C-Motor drin, kostet 30.000 und einen Turbo. Hätten wir gerne. Ein tolles Auto. Gute Wahl. Jetzt kannst du mit deinem eigenen Team an Meisterschaften teilnehmen und wesentlich mehr Anerkennung verdienen. Das ist zwar mehr Arbeit, dafür sind die Belohnungen umso höher. Richtig, ab jetzt haben wir nämlich unser eigenes Team und unser eigenes Auto. Das Beste Auto. An einem eigenen Team ist, dass du Muster und Farben beliebig auswählen kannst. Alle deine Autos bekommen das gleiche Branding. Du kannst den Look deines Teams jederzeit ändern. Richtig, und da machen wir nämlich jetzt erstmal den Teamnamen. Wie soll dein Team heißen? Mein Team heißt Such natürlich... Such dir einen guten Namen aus. Olaf. Ja, deswegen finde ich das nämlich ziemlich geil. Ja, Kevin Glabur Olaf. Teammuster,
Da hatte ich mir vorhin auch schon was Da hätte ich gerne das. Okay, das sieht gut aus. Ich kann euch die auch einfach alle mal gerade zeigen. Ja, sieht alles mega gut aus. Das hätte ich gerne. Dann haben wir Teamfarmen, können wir jetzt auch komplett ändern. Also ich könnte jetzt zum Beispiel einfach das auf grün machen. Dann würden wir alle in grün fahren. Was ich zum Beispiel ziemlich nice finde. Ja. Und dann kann man hier oben das schwarz ändern, wenn man das gerne möchte. Aber ich finde das so schon ziemlich nice. Ja, wir fahren einfach im grün. Grün finde ich auch. Wir könnten natürlich auch ein bisschen orange tönen. Oh, das war falsch. Jetzt, das war dumm. Das war doof. Könnte natürlich hier auch alle so im Orangeton machen. Oder wir gehen hier hinten hin und machen alles in einem Blauton. Finde ich auch geil. Wir machen blau. Das finde ich geil. Das machen wir. Fahrerdetails. Können wir jetzt hier die Fahrernummer ändern. Schwarz, da könnten wir jetzt das in orange oder so darstellen, wenn wir das gerne wollen. Ich würde das gerne so haben. Hintergrund der Karosserie. Das weiß ich nicht, was das ist. Und Farbe im Namen. Da sieht man jetzt, haben wir schwarze Namen und weiße Namen. Finde ich okay, weiße Namen. Und dann gibt es Sponsoren. Mit Sponsoren kannst du Geld für dein Team sammeln. Dein Können hat bereits das Interesse von Raiger Racing Suspension und Elenox Media Group geweckt. Wir sollten uns für einen der beiden entscheiden. Also es gibt einmal das, da kriegen wir 1725 drei Meisterschaftsrennen. Da haben wir 1750 für drei Meisterschaftsrennen und so weiter. Wir nehmen Elenox, weil da kriegen wir das meiste. Da kriegen wir leider noch nichts. Also nehmen wir den. Wie andere Teams, für die du fährst, geben dir auch Sponsoren-Event-Ziele vor. Erreiche das Ziel, um deine Beziehung zum Sponsor zu verbessern und noch mehr Geld und Spezialbelohnungen zu erhalten. Ja, wir haben jetzt hier in dem Sinne nichts freigeschaltet. Also da müssen wir noch was freischalten etc. Ja, das ist unser Team. Da können wir dann da rausgehen. Markenbereich verlassen möchtest? Jawohl, möchte ich. Leute, da haben wir unser eigenes Team gegründet. Mitarbeiter sind sehr wichtig für ein erfolgreiches Team. Sie reparieren dein Auto, suchen Sponsoren und helfen dir auf der Strecke. Ich habe einen PR-Agenten, Beifahrer und Spotter für dich abgestellt. Jetzt musst du nur noch einen Chefingenieur dazu holen. So, wir brauchen einen Chefingenieur. Es gibt der einmal... Chefingenieur begutachtet den Schaden und schätzt die Reparaturdauer ein. Er wird dein Auto auf jedes Event abstimmen. Du kannst es dann immer noch deinem eigenen Fahrstil anpassen. Ja, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist die Klasse. Also wir sind ja eigentlich D und eigentlich müsste man dann, gibt es nämlich gar nicht. Und der ist gratis zum Beispiel und ich hätte gerne den. Ich finde den cool. Den hatte ich letztes Mal auch genommen. Mitarbeiter können in vielerlei Hinsicht dein Team verbessern und verdienen ihr Geld durch deine Siege bei Events. Einige Mitarbeiter haben Zeitverträge. Du solltest dich also regelmäßig um dein Team kümmern. Also da kann man jetzt zuschreiben 2%, 3%, was er vom Gewinn abkriegen soll. Wir nehmen 3%. Später wirst du Einrichtungen kaufen können, um dein Team zu erweitern. Stelle mehr Ingenieure ein, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch einen Techniker. Ingenieure reparieren dein Auto während der Events. Wenn sie bei Reparaturen zusammenarbeiten, kannst du im Servicebereich Zeit sparen. Ja, ich hätte gerne... Das macht Triebwerk. Ich hätte gerne den. Also... Keine Ahnung. Es gibt keinen, der einigermaßen... Es ist gar nicht so einfach da... Ja, wir nehmen einfach den. Alles klar. Den haben wir auch. So, dann sind wir durch. Ja, haben wir jetzt alle eingestellt. Können wir jetzt hier rausgehen. Und zum Event. Karriere. Und dann können wir nämlich anfangen, diese Karriere durchzuziehen. Ich sage aber erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Dirt 4. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dann. Tschüss.